heute mal mit Hirschlausfliegenhut im Wald. Die Viecher waren ja furchtbar in letzter Zeit. Ja, hallo, ich bin der Wari und ich sitze hier wieder vor einer Wolfhang-Kamera. Ich hatte ja vor kurzem die WT01 von Wolfhang und ich war damit gar nicht zufrieden. Ich habe den Hersteller angeschrieben, habe ihm mein Leid kundgetan und er hat gesagt, weißt du was, schick mir die zurück, ich schick dir eine andere und dann testest du eine andere. Und das ist die jetzt. Ich habe hier die Aufkleber von den Linsen hier drauf geklebt, damit die mir nicht rumfliegen. Die sieht im ersten Moment ziemlich ähnlich aus wie eine andere Kamera, die ich schon mal hatte. Aber es gibt ein Merkmal, was diese Kamera tatsächlich von der anderen Firma, die ich mal hatte, unterscheidet. Und zwar diese LEDs hier, das sind blaue LEDs. Diese LEDs arbeiten in den 800er Nanobereich, so bei 850. Ich habe diese blauen LEDs schon mal in einer Campak gefunden und die waren richtig gut. Im Handbuch ist tatsächlich Deutsch vorhanden, allerdings ist es schlecht übersetzt. Bitte versuchen Sie, einen Computer zum Spielen zu wechseln. Na? Langstreckenaufnahmen bei Nacht. Also teilweise ist es verständlich und teilweise ist es schwer zu verstehen und man muss seine Fantasie einsetzen. Aber es ist okay, es geht. Ich hatte schon schlimmere. Ich habe die Kamera jetzt einige Zeit lang hier laufen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen vorhanden sind. Ich hatte im Menü gesehen so ungefähr 40 Aufnahmen und die gucken wir uns jetzt erstmal an. Menü. Das Menü von der Wolfhang ist ein bisschen merkwürdig. Wenn ich die Kamera als erstes einschalte, habe ich das Menü für Foto. Da ich die Kamera jetzt umgestellt habe auf nur Video, kann ich auch jetzt erst die Videoauflösung, die Videolänge und die Lautstärke einstellen. Vorher geht es nicht. Das ist ein bisschen störend. Ich hatte die Kamera ja im Hybridmodus laufen lassen. Ich habe keine Ahnung, was die da für eine Auflösung verwendet hat. Ich vermute mal 1080p. Und naja, jetzt wo ich sie umstelle auf nur Video, stelle ich sie mal um auf 2K und gucke mir mal an, was die Kamera daraus macht.
bei mir. Habe ich die Schlüssel da liegen lassen? Das kann doch nicht wahr sein. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Vene. Wolfgang kann ja doch anders. Ich hatte ja mit der WT01 ein bisschen Ärger. Und ich hatte diese Kamera jetzt nochmal umgestellt auf 4K. Die Aufnahmen, die zeige ich euch jetzt erstmal. So, man sieht, die Stärke dieser Kamera liegt nicht in 4K und 2K, sondern man kann die getrost auf 1080p lassen. Da arbeitet sie relativ gut. Mir gefällt der Ton nicht, deswegen nehme ich die mit und baue nochmal den Ton um. Und dann gucke ich mir auch mal an, was da für ein Akku noch drin ist. Und dann kann ich euch bestimmt nochmal ein paar kleinere Sequenzen einzeigen. So im Großen und Ganzen gefällt mir die Kamera. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, die Solarzelle, der eingebaute Akku. Zusätzlich kann man noch Batterien einlegen. Gewinde ist vorhanden für Wandhalterungen. Externer Stromanschluss ist nicht vorhanden, aber ich kann den internen Akku mit USB-C laden. Der Akku von den baugleichen Modellen, der war relativ gut. Der hat sehr lange gehalten. Da ist sowas eigentlich nicht erforderlich. Abgesehen von den dumpfen Tonen finde ich die Kamera gar nicht mal so schlecht. Dann werdet ihr natürlich weiterhin Aufnahmen von dieser Kamera sehen auf meinem Kanal, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari. Oh, mein Hals. So. Wechsel. Ich hatte eigentlich vor, ein Video über diese Kamera zu machen, aber ich kann die hier nicht. Das kann ich. Boah, jetzt ist sie am Auge. Oh, Scheiße. Heute mal mit Hirschlaus hier Fliegenhut. Will ja mal mit seinem Windschutz. Ach so. Dass die Kamera gegen den Baum drückt, wenn ich die zumachen will. Die Solarzelle. Das Handbuch haben wir Deutsch. Da hatte mir Wolfgang. Das ist die WT02. Die WT02, das ist jetzt die WT02.